Herzlich willkommen zur Datenautobahn, den Datenhighway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. So, Sondersender Nordrhein-Westfalen, Ultra-HD-WebTV, euer AWR-Movie-Filmproduktion. So, ab einem gewissen Alter hat man kein Interesse mehr, irgendwie DOV zu sein, dauernd ohne Verstand, sondern man ist etwas ruhiger und gelassener. So, ich rufe jetzt alle TikTok-Fans auf, Freunde besonders, die gesamten LKW-Fahrer, lasst euch nicht ärgern. Wir werden alle leider geärgert. Jeder hat irgendwann mal irgendwo einen Sputnik, der uns in die Suppe, aber so richtig kräftig. So, wir können löschen und so weiter. Und hin und wieder muss sogar, wie bei Facebook, Facebook löschen, weil reingehackt, aus welchem Grund auch immer. So, darum geht es aber in dem Beitrag nicht. Ihr seht ja, ich sitze hier wieder im Medienhaus und spreche in diese Kamera, um euch zu gratulieren für eure TikTok-Beiträge, für eure YouTube-Beiträge. Da ich ja, wie gesagt, dies beruflich und hobbymäßig mache, ich habe jetzt beruflich einen Riesenkasten da liegen, wo ich wirklich Szenen raussuchen muss und daraus einen sogenannten Showreel bauen muss für einen Schauspieler. So, wer von euch meint, dass das alles so funktioniert, weil viele von euch, die TikTok betreiben, viele, die YouTube betreiben, sind so überheblich geworden. Sie sind noch jung. Aber man kann den jungen Leuten nicht immer alles verzeihen. Das geht halt nicht. Ja? Seid bitte nicht so überheblich, nur weil ihr YouTuber seid oder TikTok. Ja? Ich gönne euch jeden Euro, den ihr damit verdient. Nur, das hat keinen Bestand. Es funktioniert nicht wie so eine Firma, die 50 Jahre da irgendwo her ist. Ja? Dass diese Firma auch irgendwann mal schließt, ist klar, sagte ich ja, das Alter. So, die Welt digital macht unheimlich viel Spaß. Die Welt digital verbindet uns ja alle. Und mir persönlich macht es schon Spaß, euch zuzuschauen beim LKW, bei eurer Dienstleistung und bei eurer Performance. Hier sind zum Beispiel Katzen, Hunde und ihr wisst schon, all around the world. So, ich sehe Amerika zu, ich sehe was wirklich tatsächlich, ich sehe auch die Wahrheit hierüber. Ne? Ja. Also ich erkenne viel, bekomme auch viele Informationen und ich habe ja natürlich auch hier sehr viele Querdenkende, denen ich aber manchmal sagen muss, seid mir bitte nicht böse, aber Auftrag okay, kein Auftrag nicht okay, weil ich möchte mir das Ganze gar nicht mehr anhören. Ob es das gibt oder nicht gibt, das interessiert mich alles nicht und deswegen mache ich diesen Beitrag. Das Wort Corona ist für mich eine Waffe gegen uns Mittelstand, gegen uns Selbstständige, weil wenn wir etwas sagen, werden wir bestraft, ganz raffiniert gemacht. Ja? Ich habe auch mal richtig aufbegehrt und da zeigte man mir auch, ach ja, da war doch was im Jahr 2018, schwuppdiwupp war es 514 Euro los für null. Für 0 Euro Gewerbesteuer. Und wenn du danach fragst, wieso? Hallo, ich hätte gar keinen. Versteht ihr, was ich meine? Corona ist eine Waffe gegen uns. Wer sich da aufbegehrt, wird fällig gemacht. Ob nun vor laufender Kamera sich abtransportieren lässt, ihr wisst, worauf ich jetzt ziele. Die ganzen Corona, so. Egal, ob querdenkend, nicht denkend, freiheitlicher Bote, ja. Also viele haben hier Plakate machen lassen, ich habe sie mir auch angesehen, ich habe sie auch fertig gemacht und sie sollen auch damit glücklich werden. Es ist natürlich eine Riesensymbiose, egal was ausbricht. Ja? An Corona verdiene ich ja auch, indem ich ja die Corona-Sachen ausdrucken muss. Ja? Mein Arzt nebenan, an dem verdiene ich auch, weil der Mut zur Lücke macht. Dr. Det. Ja? Oder an einem Rechtsanwalt. Auch da verdiene ich mein Geld dran. Ja? Jetzt höre ich ein Geräusch, kann sein, dass ich diese Sache jetzt unterbringen muss, wird sich aber rausstellen. Ja, ist halt, wenn Kunden kommen, wisst ihr, mache ich diese Kamera aus. Dass ich heute so ein YouTube-Video gemacht habe, weil ich da so ein Anliegen habe. Hallo, Grüße. Ich bin Wem. So. Ihr bekommt den Alltag, ja, ihr bekommt den Alltag mit. Ich mache natürlich aus, weil diese Kunden, jetzt habe ich hier halt einen Vermieter. Ich habe jetzt hier einen Vermieter, der stinkt sauer und dann mache ich das für ihn jetzt fertig. Ja?
So, dann habe ich gerade etwas älteren, sehr älteren Herrn, der auch nicht mehr so hört, seine Sachen gemacht. Mache ich also auch gern. So, viele Dienstleistungen, also wie eine reine Dienstleistung. Wenn ich beauftragt werde als Kameramann, dann arbeite ich als Kameramann und mache dann das, was der Kunde gerne hätte. Ja, wie gesagt, ich habe bald einen Auftrag für einen Rechtsanwalt. Ich mache mal eben, dann seht ihr auch. So, und jetzt hat er seine Plakatierung, ja, kann er überall hinhängen, dass auf seinem Grundstück nicht mehr gekackt wird. Ne, ja. Okay, ich weiß nicht, wie ich euch animieren kann. Also das Motorrad, derjenige, ist schon über 80 und fährt stolz sein Motorrad und kommt hier vorbei und ich helfe ihm und mache seine Sachen. So, wie gesagt, sehr viele von euch sind sehr überheblich, weil sie TikToker sind, weil sie YouTuber sind. Also kommt doch mal bitte runter. Ihr seid keine Stars, ihr seid nicht bekannt. Wie gesagt, Herr Lauterbach, Herr Till Schweiger, diverse andere da hinten auch. Damit habe ich zu tun. Auch für mich sind das völlig normale Menschen. Und auch wenn die sowas anbieten, Schauspielschule für 89 Euro, geht mal auf die Seite. Ja? Ein Herr Lauterbach, wie gesagt, muss sich ja auch irgendwie ernähren durch Corona. Auch ihm, auch Till Schweiger, ist ja jetzt zwar Till Schweiger und ich kenne ihn halt noch von Manta Manta. Und das waren schöne Zeiten. Ich bin leider 20 Jahre älter wie er. Und soll mir auch egal sein. Also ich bin so alt wie Herr Lauterbach. So, ich gehöre zur Welt der Technik. Technisch für Computer, technisch für die Programme. Und technisch für das Aufzeichnen, Bearbeiten. Im Moment habe ich analogische Sachen gemacht aus alten Zeiten der Musik für Leute, die halt die Analogie nicht mehr haben, die Geräte sind halt nicht mehr da. Und daraufhin habe ich mich spezialisiert, das Alt macht neu. So, das hier ist halt das Medienhaus und ich stelle mich halt kurz vor und ich weiß ja, dass leider zu viele negative Menschen um mich herum sind. Ich kann es halt nicht ändern. Es ist halt so. So, es ist halt so und ich tue jetzt so, als wäre ich bei TikTok. Merkt ihr? Ich tue jetzt so, als wäre ich bei TikTok. So, das ist jetzt eine Live-Cam und ich komme live rüber. Ihr könnt mich voll tickern, ich kann lesen. Und so weiter, das ist TikTok. So, wir sind natürlich jetzt hier bei YouTube, ist klar. Und ich habe es natürlich jetzt wieder so gestaltet, damit es ein bisschen nach was aussieht, denn ich spreche ja nur. So, ich habe gestern jemanden über die Schulter gesehen, der sich ein Programm gekauft. Er ist aber Mechaniker und Film und Foto ist für ihn neu. Ich finde es hochgradig interessant, wenn solche Leute, die nicht vom Fach sind, dann versuchen, uns vom Fach ein zu erzählen. Ich finde das hochgradig interessant. So, also worum geht es heute hier in diesem Video? In diesem Video geht es darum, dass der Mensch sich verändert hat. Ja, er ist sehr negativ geworden, nicht nur durch Corona und durch das Aufbegehren. Er hat sich verändert. So, in der Welt der Analogie wusste man ja, wo man hingeht. Man wusste ja, wen man hatte und es machte Spaß. Ja, ich habe noch einen. So, ja, Kunde hat abgeholt, das, was ich euch gerade gezeigt. Also, ich laminiere, könnt ihr an sich auch ausmachen. So. Ein Medienhaus. Was ist denn ein Medienhaus? Ein Medienhaus sagt das Wort schon. Sobald ihr hier reinkommt, seid ihr an sich in einem Smartphone. Ja? Da könnt ihr WhatsAppen, Facebooken, YouTuben und was weiß ich nicht alles. Ihr könnt gestalten, ihr könnt alles machen. Ihr müsst also keinen Hightech-Computer zu Hause stehen haben. Die stehen hier und die Programme liegen auf und ihr könnt arbeiten damit. Ich habe viele Kreativkünstler. Hallo, Grüße. Ja. Ich bin hier. So, mein Angebot ist der sogenannte Datenhighway. Ihr habt das Phone, ihr gebt ein und dann kommt es hier an und ich mache analog fertig. Weil viele von euch brauchen ja dennoch analog Papier. So, ich drucke dann irgendwas aus, egal was. Schauen wir mal, was haben wir denn hier?
ne, irgend so eine E-Mail hier, ne, ist ein bisschen überbelichtet, aus Sicherheitsgründen. Ich habe hier eine Dame gehabt, die hat mir gerade was gesendet. Sie macht Kosmetik, wie gesagt, ist ein bisschen zu hell, aus welchem Grund auch immer. Aus Sicherheitsgründen ist die Kamera so eingestellt, damit ihr nicht alles seht, weil ihr nicht alles sehen dürft. Ist so. Also ihr merkt, der Datenschutz ist mir auch heilig und der Datenschutz wird hier auch gemacht. So, ich habe persönlich festgestellt, dass man bei YouTube nicht mehr alles machen kann. Ich finde es hochgradig interessant, wenn Leute stolz sind, ich bin YouTuber. Ja. Oder ich bin TikToker. Yeah. Gut. Jeder, der online gehen kann, gratuliere ich. Ich kann auch online gehen, ich kann auch performen. Nur bringt mir das nichts, weil ich die Zeit nicht habe. Und ich mag jetzt nicht mein Phone hier stehen haben, wie einige in der Zeitungsabteilung, Kioskabteilung oder Kiosk in einem Betrieb für Tanker, ne, also Tankstellen. So, was mir wirklich Spaß macht, wo ich auch gerne zuschaue, ist LKW in jeglicher Form, Reparatur. Auch die ihre Autos vorstellen, ihre Rallye-Autos. Ich habe einen Amerikaner, der ist immer irgendwo, wo tolle Autos sind, zum Beispiel. Ich habe auch einen Deutschen, der nur sein Auto zeigt. Man hört seine Stimme, sich selber zeigt er nicht. Dann habe ich einen Hamburger, der, da weiß ich wirklich nicht, ist es eine Frau oder ist es ein Mann, sehr gut gemacht. Man sieht ihn oder sieht sie auch nicht. Aber durch dieses Schnacken, dieses hamburgische Schnacken, und wenn er sie irgendwo unterwegs, finde ich schon stark. Auch wenn performt wird im Solo-Bereich, ne? Ist halt auch genial. So, nicht jeder will halt vor der Kamera agieren. Ich mache es jetzt halt, weil es ist mein Beruf, zu agieren. Ich habe ja vorhin gesagt, Dieter Hallervorden ist ja jetzt auch beim ZDF. Könnt ihr auch bald wieder sehen als Serie. Er hat es also auch wieder geschafft. Nun, einige haben das große Glück, dass sie dann doch mundtot gemacht werden, indem sie dann doch gekauft sind. Wie Frank Zander ist jetzt auch ruhig mit seinem Disput, den er da hatte. Balkon-Nachrichten. So, Jean-Claude Van Damme hat auch TikTok entdeckt. Nur da macht er halt noch nicht so viel, weil schätzungsweise ist er wohl damit nicht so zufrieden. Mit Facebook ist er zufrieden, da hat er natürlich eine ganze Serie gemacht, Live-Serie. Und ja, und wie gesagt, Arnold ist ja auch mit seinen 74, die er jetzt gefeiert hat, auch unterwegs, auch bei TikTok, aber überwiegend bei Facebook. Heute nicht, können wir das heute mal sein lassen, da meine ich ernst. Hast du gelesen? Ich habe nichts. Ja, durchgesetzt haben, ja. Ja, hab ich ja doch gesagt, dass sie das durchsetzen. Ja. Ja. Ich habe auch kein Interesse an die Scheiße. Ja, bitte mal. Ach, Corona, Corona, Corona. Ich hatte ja unterbrochen, weil ich ja meinen Corona-Helden, ich habe einen Corona-Helden, der immer wieder und immer wieder, ja, ho, ho, Ho Chi Minh und was weiß ich nicht alles. Also ich persönlich halte mich raus. Ich mache Werbung für Vitamalt. Vitamalt mache ich Werbung. Einfach lecker. Okay, Ladies and Gentlemen, es freut mich, dass ihr zugeschaut. Wie gesagt, TikTok, ihr seid mir ans Herz gewachsen, ihr mit euren LKW-Fahrten und Disco-Laune und gute Laune und auch die ganzen Smalltalker. Die ganzen Smalltalker fand ich gut. Nur, seid mir nicht böse, aber ich kann nicht hier die Kamera live schalten, weil ich habe richtig was zu tun und ich meine, der Querdenker war ja natürlich jetzt auch wieder lange da und hat mir dann alles und ich habe auch gerade hier gesehen, gut geschützt im Herbst und Winter mit Auffrischungsimpfungen und all solche Sachen. Also der Umsatz rollt, der Rubel rollt und man will halt alle pieksen. Wenn ich eines Tages alleine bin und dann alleine lebe und wenn ich halt mit der Kamera arbeiten darf, also Longsome Rider, dann ist das halt so. Ich werde den Teufel tun, meinem Körper irgendwas anzutun, was nicht wirklich tatsächlich getestet und was nicht wirklich tatsächlich konform mit meinem Körper wäre. So.
Das Problem halt ist, dass wir ein Problem haben und ich hoffe, dass diese Problemlösung irgendwann mal wirklich tatsächlich stattfindet. Ich habe denen allen gesagt, dass das nicht so geht und ich habe auch allen gesagt, dass das nicht so weitergeht und die Sache ist halt, dass das, was sie da machen, nicht richtig ist. So, jeder, der quer denkt, sollte mal überhaupt denken, nachdenken und nicht einfach loslegen. Ja? Okay, Polizei für Aufklärung, Ärzte für Aufklärung, ist ja alles schön und gut. Aber die Richtigkeit ist, dass jeder Bürger das tun soll, was er meint und nicht, was andere meinen. Egal, ob dafür oder dagegen. Jeder, der Nein sagt, sagt Nein. Punkt. So. Und jeder, der Ja sagt, muss da durch. Ich finde es hochgradig interessant, die Panikmacher. Ich verabschiede mich schon mal für euch alle da, wenn ihr ab September nicht mehr da seid. So, wenn ihr ab September, Oktober, November versterbt und ihr seid nicht mehr da, dann habt ihr wenigstens dieses Video kurz erlebt oder nicht erlebt. Dann ist das ein Nachruf auf euch. Wisst ihr, ich mache gerne Satire und ich bin nur leider in der Welt der Medien zu Hause und zum ersten Mal frage ich mich, was geht hier ab? Und Töchterchen ist zu Hause. Yippie! Töchterchen ist zu Hause. So, ich liebe die neuartige Kommunikation, ich liebe die neuartige Technik seit meinem 10. Lebensjahr. So, das liegt leider schon sehr lange zurück und wenn ich Glück habe, werde ich 70. Wenn ich Glück habe, werde ich 70. Also bin ich für euch raus. Ich bin raus. Und das merkt auch mein Kollege, der schon 71 ist. Deswegen seht ihr den nicht, deswegen hört er ihn nicht, weil er fühlt sich raus. Er hat genug. Er hat genug. Und wie gesagt, ich freue mich auch, wenn ich mit ihm wieder fahren darf, also Oldtimer, und wir auch treffen. Und ich hoffe nächstes Jahr, 22. Und dass wir dann irgendwas Schönes wieder euch zeigen können. Ja, jetzt mache ich das Video zu Ende. Wie gesagt, ich bitte euch, das Lager dafür, das Lager dagegen und wir, die mittendrin, werdet bitte wieder irgendwie normal. Denkt bitte darüber nach, wer da was will, warum er das will. Wieso muss man sich jetzt zum dritten Mal? Und warum muss man sich schon wieder und so weiter? Versteht ihr? Man hat zuerst gesagt, einmal reicht, alles in Ordnung. Jetzt sind wir schon beim dritten Mal. Ja, und demnächst geht ihr ja durch ein Zelt, lasst euch impfen, dann dürft ihr einkaufen. Wenn das kein Zwang ist, dann weiß ich es nicht. So, ich erinnere mich an 66, dann erinnere ich mich an 69, 70. So, und wie gesagt, 1,5 Meter auseinander, Kontergrip und das alles gibt es nicht mehr. Ja, es gibt keine Arznei mehr, die einem wirklich geholfen hat. Was mir aufgefallen ist, seitdem wir hier im März das tragen, im Jahre 2020 ist so mancher Schnupfen zurückgegangen, so mancher Husten zurückgegangen, das war es an sich. Und natürlich ein bisschen mehr Sicherheit. Man fühlt sich ein bisschen sicherer, weil man hat 1,5 Meter, man hockt nicht Arsch an Arsch, weil ein fremden Arsch ist nicht immer angenehm. Ja? Und manche Menschen sind also penetrant, kommen zu nah, will man vielleicht nicht, ja, und Distancing und sich ein bisschen distanzieren ist vollkommen in Ordnung. Was ich halt nicht mag, ist das permanente ich bin dafür, ich bin dagegen, ja, das mag ich persönlich überhaupt nicht. Wir können gerne darüber philosophieren, wir können auch gerne darüber reden, wir können auch gerne diesbezüglich irgendetwas da machen, aber auf keinen Fall es so dermaßen eskalieren lassen, ich bin dafür, ich bin dagegen, ja, und all solche Sachen. Ich finde es hochgradig interessant, ich habe ja Armeefiguren, ne? Ich habe also aus Illinois, Amerika, habe ich echte, waschechte Armeefiguren. Adolf Hitler, auch sein Adjutant, ne? Herr Hess und Herr Goebbels und Herr Himmler und wie sie alle heißen. Und dann habe ich, aber die sind nicht mehr, braucht euch nicht aufregen, die sind verkauft, die sind nicht mehr da, okay? So, auch Rommel war da, ne? So, die sind aber weg. Dieser Mann, der die immer bestellt hat, habe ich jetzt erfahren, ist natürlich jetzt auch
verstorben. So, ich habe natürlich jetzt ganz viele Filmschauspieler, die in den Rollen waren. Steiner und, die Brücke und wie die alles geheißen haben. Diese Schauspieler habe ich als Figur hier in erstklassiger Größe, ne? So, 1 zu 6, Entschuldigung, die sind 1 zu 6 groß, die sind also 30 cm, 40 cm groß. Churchill ist da, Putin ist da, ja, ist halt so. Auch andere Bösewichte sind da, also ehemalige Politiker, die Weltgeschichte. Ich hätte auch Frau Merkel haben können, 30 cm groß, aber darauf habe ich jetzt verzichtet. Ich hätte natürlich jetzt wirklich Steve McQueen haben können, in dem Spielfilm Gesprengte Ketten, voll in deutscher Uniform. Sein Motorrad habe ich schon, dass er da gequält hat. Und ihn als Figur hätte ich haben können damals, wo ich auch das Motorrad gekauft für 269. Jetzt kostet er leider 498 Euro für Steve McQueen in deutscher Uniform aus dem Film Gesprengte Ketten. Ist schon eine Hausnummer, ist schon eine Ansage. Da sage ich mir, nein, danke, das lassen wir mal, ne? Das bringt nichts. So, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich versucht habe zu vermitteln. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Freund von irgendwelchen Spekuliereisen. Ich bin kein Freund von irgendetwas, außer wir würden daraus einen Film, eine Filmgeschichte, als Filmautor schreibt man Geschichten, schreibt man Filme, schreibt man die Idee. Sowas ist okay, können wir gerne machen, habe ich auch nichts gegen. Aber dieses Quersein, dieses Längssein, dieses Geräuschen, nicht meine Baustelle. Da habe ich gar nichts, überhaupt nichts mit zu tun. Hallöchen, ich komme. Hallo.